Also, guten Tag und willkommen zum Foto Universal Open House Online, der zweite Tag, der 14.11. Ich freue mich, dass wir heute wieder Hendrik Mallmann von der Nikon bei uns haben und wir sprechen ein wenig über das Thema Spiegelreflex oder spiegellos am Beispiel von aktuellen Kameras von Nikon. Zunächst mal guten Tag. Genau, ja, hallo. Am Beispiel von zwei aktuellen Nikon-Kameras, er hat hier die D780 mal mitgebracht und die Nikon Z6 Römisch 2. Und vielleicht ist es jüngeren Zuschauern vielleicht gar kein Begriff mehr, wie denn früher so ein Bild entstand in so einer Kamera oder auf einem Film, was man ja benutzt hat, was es heute immer noch gibt. Aber zunächst mal war ja das Bild bei der Entstehung für den Fotografen nicht sichtbar. Eigentlich nur davor und danach. Und jetzt haben wir so die erste technische Änderung für diese Sache war, dass man dann sich dazu durchgerungen hat, zweiäugige Kameras zu erfinden, wo man durch ein getrenntes Objektiv oder durch ein zweites Objektiv beobachten konnte und durch ein Objektiv aufnehmen konnte, was mit der Filmebene dann eben verbunden war. Dann hat man eben, also jetzt zum Beispiel eine Voigtländer, ich weiß gar nicht, aus welchem Jahr die genau ist, und da hat es eben hier oben einen Sucher, Lichtschacht, und damit sah man das Bild seitenverkehrt. Aber man konnte immerhin beobachten, was man fotografierte. Der nächste Schritt in der Entwicklung von Kameras war natürlich dann der Versuch, das zu vereinfachen. Warum zwei Objektive bauen? Das macht es kleiner, macht es komplizierter auch. Und die geniale Erfindung oder die Lösung war eine Spiegelreflexkamera. Im Prinzip, wo für eine kurze Zeit der Fotograf das Bild eben während der Aufnahme sehen konnte, dann eine kurze Abdunklung in Kauf nehmen musste durch die Spiegelbewegung und dann wieder gesehen hat, was er gemacht hat. Und heute sind wir praktisch in der, ich würde mal sagen, dritte oder vierte Evolutionsstufe. Der Spiegel entfällt bei der Kamera, die Kameras ändern sich nochmal. Hendrik, warum, heute sind noch beide Systeme am Markt, es wird auch beides noch verkauft. Warum sollte sich wer für welches System entscheiden? Was ist für wen von Vorteil? Genau, ja. Also eigentlich im Moment ganz spannendes Thema. Deswegen, ich habe hier mal Kameras mitgebracht als, ich würde sagen, reinrassige Spiegelreflexkamera. Jetzt hier eine D850. Und wir sehen wir hier auch, vermutlich schwer zu erkennen, in dem Sucher ist dieser Spiegel. Der wird halt beim Auslösen nach oben geklappt. Der schlägt oben am Spiegelkasten an. Und das ist dieses laute Klackgeräusch, was man eigentlich immer hört bei der Spiegelreflex. Fotografie. Und dann habe ich als spiegellose Kamera dabei einmal eine neue Nikon Z6 II. Und hier ist ganz einfach so, man hat den Spiegel weggelassen. Dadurch hat man auch Platz im Gehäuse. Die Kamera ist im Zweifelsfalle auch dann schmaler, was das Ganze angeht. Die Kameras werden nicht leichter, weil Spiegel und Luft wiegen letztendlich nicht viel. Das wäre also Beispiel für eine spiegellose Kamera. Und dann gibt es bei Nikon eine ganz interessante Kamera, das ist die D780. Das ist so eine Mischung aus den beiden Kameras. Slogan ist auch das Beste aus zwei Welten. Wir haben hier also eine Spiegelreflexkamera. Hier ist weiterhin ein Schwingspiegel eingebaut. Aber gleichzeitig wird ein Sensor aus einer spiegellosen Kamera genommen. Und der wichtige Unterschied für den Fotografen ist jetzt, wenn ich Spiegelreflex oder mit der D780 fotografiere, die zähle ich auch als Spiegelreflexkamera, sehe ich durch den optischen Sucher über den Spiegel direkt durch das Objektiv. Hat den Vorteil, dass ich auch ein verzögerungsfreies Bild mache. Wenn ich spiegellos fotografiere, schaue ich halt auf einen kleinen Monitor im Sucher. Da gibt es eine leichte Verzögerung. Vorteil hierbei ist natürlich, ich sehe solche Sachen wie Belichtungskorrekturen, Weißabgleich, Picture Controls und so weiter direkt auf mein Sucherbild angewendet. What you see is what you get. Das gab es halt früher so als Schlagwort im Druckbereich und so weiter. Das haben wir jetzt also hier auch bei den Kameras. Das wäre dann hier einer der Vorteile der spiegellosen Fotografie. Das sind natürlich, ich sage mal, technische Vor- und Nachteile, aber der persönliche Geschmack, was bei Bildentstehung der Fotograf eben empfindet oder was bei der Bildweiterverarbeitung ist, unterscheidet sich ja schon wesentlich.
Also in unserer Kundschaft gibt es einige Fotografen, die heute noch, ich sage mal, spiegellose Kameras als Mäusekinder bezeichnen. Es liegt natürlich einerseits an der immer noch, wenn auch nur gering vorhandenen, wie sagt man da, Verzögerung Latenz, der Darstellung des Bildes. Und natürlich, wenn man, ich sage mal, einen ganzen Tag fotografiert oder durch den Sucher schaut, ist vielleicht die Darstellung auf einem Monitor für das menschliche Auge nicht ganz so angenehm, wie wenn man eben, ich sage mal, über einen Spiegel seitenverkehrt oder nicht das Bild betrachtet. Genau. Es kommt letztendlich, es ist wirklich so eine recht persönliche Sache. Und Nikon hat natürlich auch mit der D6 jetzt auch wieder professionelle High-End-Spiegelreflexkamera auf den Weg gebracht. Vorteil ist natürlich, ich sehe das Bild sofort über den Sucher. Ich habe keine großartige Verzögerung, was die Darstellung angeht. Umgekehrt natürlich, wenn es draußen dunkel ist, ist mein Sucherbild auch dunkel. Das ist so ein bisschen Vorteil der spiegellosen Kameras. Wenn es draußen dunkel ist, je nachdem, was ich als Zeit und Blende als Belichtung einstelle, habe ich auch beispielsweise ein helles Sucherbild dann wieder. Von daher, es gibt kein absolutes Plus und Minus. Es sind einfach unterschiedliche Systeme, die jetzt hier parallel auf dem Markt sind. Aber wenn man, ich sage mal, so die aktuellen Verkaufszahlen anschaut im Markt, ist natürlich das Spiegellos-System stark im Kommen und Systeme mit einem fest verbauten Spiegel sind eben rückläufig. Dem trägt natürlich jeder Hersteller Rechnung durch Produktinnovation, wobei in der Topklasse immer noch, ich sage mal, die Kameras mit Spiegel überwiegen. Also bei Nikon wär's die D6 sowas, und ne? bei anderen Herstellern eben analog. Das ist übrigens eine Sache, das wundert mich wirklich. Der Markt hat eigentlich meiner Meinung nach auch das Konzept einer D780 nicht verstanden. Das Interessante hierbei ist, ich habe eine Spiegelreflexkamera, ich habe den optischen Sucher, habe aber den Sensor einer spiegellosen Kamera eingebaut. Das heißt, ich habe sowohl ein reguläres Autofokusmodul, was ich beim Fotografieren durch den Sucher einsetze, mit Kreuzsensoren, 55 Autofokus-Messfeldern. Sobald ich in den Live-View reingehe, dann habe ich die spiegellose Technik, 273 Autofokus-Messfelder, die 90% des Bildfeldes abdecken. Einziger Nachteil meiner Meinung nach bei einer solchen Mischform ist, wenn ich sozusagen im spiegellosen Bereich über Live-View arbeite, kann ich ja den Sucher nicht einsetzen. Das heißt, ich muss relativ unergonomisch die Kamera so halten, gerade jetzt auch beim Thema Filmen, hätte aber ansonsten alle Vorteile einer spiegellosen Kamera und auch die Möglichkeit, mit allen Vorteilen einer Spiegelreflexkamera zu arbeiten. Das ist ja durchaus ein Weg, weil Hybridlösungen sind ja heute sehr beliebt, ja. Wo es im Kamerabereich ja keine steuerliche Förderung für sowas gibt. Leider. Wäre doch mal eine Anregung. Genau. Ich meine, man spricht natürlich immer gern dafür, dass Elektronisierung Miniaturisierung bedeutet, dass die Sachen kleiner werden. Ist denn da tatsächlich was davon zu sehen? Ich meine, wenn ich so mir die Kameras anschaue, das Hybridmodell ist immer noch also in etwa so groß und wahrscheinlich auch so schwer wie, ich sage mal, eine reine Spiegelreflex-Digitale. Gibt es da irgendwie Bewegungen? Ja. Also in dem Moment gewichtsmäßig tut sich da wirklich nicht viel. Größenmäßig werden die spiegellosen Kameras teilweise ein bisschen kleiner. Nikon hat jetzt einfach auch bei der Einführung der spiegellosen Kameras jetzt ein neues Objektiv-Bajonett entwickelt, dieses Z-Bajonett. Hier wäre natürlich auch die Möglichkeit, ganz andere Objektive zu bauen. Wobei bei Nikon im Moment der Schwerpunkt ganz klar auf Bildqualität liegt. Das heißt, Nikon hat keine kleinen Pancake-Objektive oder sowas, sondern Nikons Z-Objektive sind ganz klar ausgerichtet auf Bildqualität und von daher auch, wie wir hier sehen, immer noch relativ groß, relativ voluminös, relativ schwer. Aber auch hier einfach nochmal Vergleich zur Seite. Das sind beides Male jetzt hier also Spiegelreflex mit dem 24 bis 70 mm Lichtstärke 2,8 und spiegellos mit 24 bis 70 mm Lichtstärke 2,8. Man spart ein paar Zentimeter, aber bei Nikon sind die Unterschiede nicht gravierend, weil gerade beim Nikon Z-System Schwerpunkt ist Bildqualität, Gewicht und so weiter sind da nur sekundäre. Und
irgendwo ist natürlich auch die Ergonomie und Physiognomie eines Menschen natürlich das Limit. Ich meine, man kann natürlich nicht mit einer Hand einer gewissen Größe eine Kamera sicher halten, Objektive wechseln oder irgendwie mal ins Hochformat wechseln, ohne dass man die richtig greifen kann. Irgendwo ist die Grenze eben gesetzt. Außerdem wird das Bajonett ist ja deutlich größer geworden vom Durchmesser. Da ist ja ein entsprechendes Gehäuse dahinter. Das versteht sich von selbst. Was kann man sagen, wann dann, ich sage mal, bei der Top-Range was ohne Spiegel mal erscheint oder hybridmäßig? Also keine Ahnung, ich bin jetzt natürlich auch kein Produktentwickler. Es hat mich aber ehrlich gesagt gewundert, dass die D6 keinen sozusagen Sensor mit Phasendetektionsmodulen hatte. Der Grund ist vermutlich, wenn ich bei einer spiegellosen Kamera oder bei der D780 fotografiere, kann ich es provozieren, dass ich jetzt die Autofokus-Module als Streifen im fertigen Bild sehe. Es ist kein praxisrelevantes Thema, aber ich kann das provozieren, dass ich eben diese Bending-Streifen sehe. Und das ist vermutlich auch der Grund, warum man das eben nicht in die D6 eingebaut hat. Ich persönlich vermute, dass das noch auf längere Zeit parallel laufen wird, beide Systeme. Nikon hat jetzt ja auch das 120 bis 300 nochmal angekündigt als neues, absolut professionelles Nikon F-Objektiv. Und es ist auch im Moment so, dass auch nicht jedes Objektiv mit Z-Bajonett vorhanden ist. Im nächsten Jahr kommen zwar 8 neue Nikon Z-Objektive, dann haben wir sozusagen schon mal 26 Nikon Z-Objektive im Vergleich zu aktuell so um die 60 Nikon F-Objektive. Von daher denke ich, dass beides noch längere Zeit parallel laufen wird. Aber wie wir auch den Trend gemerkt haben, es geht immer mehr in Richtung spiegellose Kameras. Und da kann ich ja mit dem Nikon FTZ-Adapter auch weiterhin alle Nikon F-Objektive ohne Verluste nutzen. Wenn jetzt jemand vor der Entscheidung sich gestellt sieht, eine neue schöne Kamera zu kaufen, wenn er mal wieder was verreisen kann oder wenn er mal was Besonderes fotografieren möchte oder einfach wieder Freude an dem Hobby Fotografie findet. D780 oder Z6 Römisch 2? Schwierige Frage. Wie gesagt, ich bin erstaunt, dass die meisten Leute nicht D780 verstanden haben. Ich selber habe eine Z6, aber die kam ja bereits vor der D780 raus. Und ich glaube, wenn ich jetzt Kaufentscheidung wäre, ich würde doch sehr stark über die D780 nachdenken. Einfach auch den Vorteil, beide Autofokus-Systeme zu haben, je nachdem, wie ich fotografiere. Und trotzdem, wenn ich im Live-View bin, wenn ich filmen will, dann herzlichen Glückwunsch, ich habe hier eine vollwertige spiegellose Kamera mit denselben technischen Features, wie ich es dann auch in dem Moment bei der Z6 hätte. Hat auch hier schnelle Bildfrequenz, alle solche Sachen drin. Und würde, glaube ich, fast dazu tendieren, D780 zu nehmen. Das Einzige, was ich ein bisschen vermissen würde, wären einfach die Nikon Z-Objektive, die halt hervorragend sind. Aber umgekehrt, wir haben lange Zeit mit Nikon F-Objektiven funktioniert und da hat sich auch niemand über Bildqualität beschwert. Und es ist einfach eine 24-Megapixel-Kamera. Wir sehen jetzt nicht diese letzten Quäntchen bei 24-Megapixel. Deswegen, so provokant es ist, ich würde fast auch zu einer D780 tendieren, so als das Beste aus zwei Welten. Mutiges Statement, wenn es um neue Technologie geht. Ich verstehe es mehr als 50%. Und also kann noch ein kleines technisches oder kaufmännisches Detail hinterher schicken. Die D780 ist im Moment in der Nikon Sofortrabattaktion drin. Das heißt, die Kamera wird auch noch mit einem Preisvorteil angeboten. Die Aktion läuft noch bis 10. Januar und gibt es entweder nur als Gehäuse oder mit dem AFS 24-120 im Kit des VR40. Mhm. Die Nikon Z6 Römisch 2 ist jetzt neu und ist lieferbar. Die gibt es auch in verschiedenen Kombinationen, Gehäuse mit FTZ-Adapter oder mit verschiedenen Objektiven, dem 14-30, dem 14-24-40 oder auch mit dem 24-240 Kit, wobei die sukzessive geliefert werden. Und auch da genießen Sie im Moment den Vorteil von 200 € Trade-in-Rabatt. Wenn Sie dazu Fragen haben, stehen wir Ihnen von Foto Universal gerne dazu zur Verfügung.
und freuen uns auf Ihren Besuch, entweder online bei uns im Webshop www.fotouniversal oder hier im Haus. Hendrik? Ja, ich freue mich drauf. Heute Nachmittag gibt es nochmal einen Vortrag, gerade auch zum Thema Nikon Objektive. Schauen Sie weiter rein. Bleiben Sie dran. Vielen Dank.